Also wir sind mittlerweile 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Sie sind hier beim Klimaaktiv Webinar zur Klimakommunikation. Klimaaktiv ist die Klimainitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz. Wie gesagt, wir sind mittlerweile 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und dass wir so viele sind. Mein Name ist Julian Schmidt. Ich arbeite im DAF-Management von Klimaaktiv und werde Sie durch diese Veranstaltung moderieren. Und bin eben Moderator. Und meine Kollegin, die Alexandra Zicker, die wird also mich da unterstützen und wird ebenfalls einige Teile moderieren, vor allem im Laufe der Diskussion und wenn es Fragen gibt, und behaltet auch den Chat im Auge. Ich bitte Sie, wie gesagt, alle das Mikrofon abzudrehen, während der Vorträge auf Stumm zu stellen. Und weil das ist eben besonders wichtig bei so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und gegen Ende, Sie haben während dem Vortrag vom Herrn Mohn, haben Sie schon die Möglichkeit, auch die ein oder andere Frage in den Chat zu stellen. Es wird da auch einige Fragen an Sie geben. Aber wirkliche Möglichkeit für Dialog, für Fragen an den Herrn Mohn gibt es dann vor allem gegen Ende, wo wir wirklich noch Raum für Diskussion haben wollen. Das ist dann mündlich oder eben per Chat möglich. Das sage ich Ihnen dann noch genaueres. Wir sind heute hier, um zu erfahren, wie wir effektiver zu Klimakrise und zu Klimaschutz kommunizieren können. Weil was klar ist, dass wirklich ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen brauchen die Unterstützung der Bevölkerung. Und da geht es einerseits um ein hohes Problembewusstsein, aber andererseits auch um Akzeptanz und aktive Unterstützung für innovative grüne Technologien, und vor allem rund um die Lösungen. Der Klimaaktiv-Klimadialog ist die Plattform für alle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die dazu was beitragen wollen. Und ich darf Ihnen als nächstes einmal kurz das Programm vorstellen, das wir haben. Es ist sozusagen, wir haben jetzt gestartet. Bisschen nach 10, geplant ist es bis 11:30 Uhr. Als erstes gibt es eine kurze Videobotschaft von der Frau Bundesministerin Leonore Gebessler vom Bundesministerium für Klimaschutz. Dann sind geplant Begrüßungsworte vom Sektionschef Jürgen Schneider, der Sektionschef für Klima und Energie im Bundesministerium für Klimaschutz. Danach folgt der Vortrag von Karel Mohn, dem Leiter von klimafakten.de. Und im Anschluss gibt es, wie schon erwähnt, die Möglichkeit für Fragen an den Herrn Mohn für Dialog. Ja, also als erstes würde ich einmal die Videobotschaft von der Frau Ministerin zeigen. Es ist nämlich auch der Hintergrund, dass dieses Webinar findet als Teil der Klimaaktiv, der schwer zu empfehlenswerten Klimaaktiv-Webinarserie statt, die jetzt in den nächsten Monaten einige spannende Webinare haben. Und im Rahmen dessen gibt es auch von der Frau Bundesministerin ein Begrüßungsvideo. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir haben uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Österreich wird bis 2040 klimaneutral. Damit das gelingt, gilt es in vielen Bereichen aktiv zu werden. Unser Comeback-Plan bietet zahlreiche Chancen, um in eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu investieren. Aber wie kann der Umbau gelingen? Wie werden Österreichs Unternehmen klimaneutral? Wie setzen wir erfolgreiche Klimakommunikation um? Und wie gestalten wir unsere Gebäude, Städte und die Mobilität der Zukunft? Diesen Fragen geht die Klimaaktiv-Webinarserie in den kommenden Monaten nach. Unser Ziel ist, neue Impulse und Ideen zu liefern, engagierte Menschen zusammenzubringen und ihnen auch praktische Werkzeuge in die Hand zu geben. Es freut mich besonders, dass Sie im heutigen Webinar teilnehmen. Bringen Sie sich ein und werden Sie aktiv für ein nachhaltigeres Morgen. Denn eins ist klar: Wenn wir alle an einem Strang ziehen, schaffen wir viel mehr für den Klimaschutz und unsere lebenswerte Zukunft. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Austausch.
So. Als nächstes wäre geplant ein. Okay. Sozusagen Begrüßungsworte vom Herrn Sektionschef. Ich habe jetzt nur da gerade gesehen. Herr Sektionschef Jürgen Schneider lässt sich herzlich entschuldigen. Er hat einen kurzfristigen Termin bei der Frau Bundesministerin Gewessler. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir einfach direkt fort, dann mit dem Vortrag von Herrn Mohn. Ich würde zuerst gerne ein paar Worte zu Karel Mohn sagen. Karel Mohn leitet, wie schon erwähnt, eingangs also klimafakten.de. Viele von Ihnen, die sich beschäftigen mit Klimaschutz, mit der Klimakrise, werden schon auf klimafakten.de gestoßen sein. Herr Mohn hat das quasi aufgebaut, leitet die Plattform seit 11 Jahren und hat sich wirklich als ein zentraler Experte für Klimakommunikation im deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht und etabliert. Zuvor arbeitete Herr Mohn als Kommunikationsdirektor Deutschland für die European Climate Foundation. Hat die Kommunikationsabteilung des sehr renommierten Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung geleitet, war Sprecher des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, war bei Transparency International und hat sogar im Büro von Bundespräsident außer Dienst Richard von Weizsäcker gearbeitet. Er hat selbst einen Abschluss auf der Deutschen Journalistenschule in München, sowie ein Diplom in Politologie. Also viel Erfahrung, was Kommunikation angeht und wie gesagt, ganz speziell, was die Klimakommunikation angeht. Ich darf jetzt an Sie übergeben, Herr Mohn. Ich glaube, schauen Sie mal, genau, Sie haben eh schon die Berechtigung. Ja, vielen Dank, Julian Schmidt. Vielen Dank an Klimaaktiv für die Einladung. Ich sitze in Berlin. Ich freue mich über die Möglichkeit, hier mit Ihnen in Österreich vor allem zu sprechen. Und gehe mal jetzt hinein in das Programm und starte dann gleich mit meinem Vortrag. So, jetzt müssten Sie die erste Folie sehen. Und ja, da ist die Überschrift meines Vortrags: Vergesst die Fakten, 10 Thesen zur Klimakommunikation. Die möchte ich heute mit Ihnen besprechen. 10 Thesen, das klingt wie die 10 Gebote. Schauen wir mal, ob das wirklich alles so komplett abdeckt und man dann für alle Lebenslagen mit diesen 10 Thesen gewappnet ist. Zunächst wollen wir uns aber ein bisschen annähern, bevor wir zu den Thesen kommen. Und ich will Ihnen zunächst noch mal ganz kurz etwas sagen zu Klimafakten. Julian Schmidt hatte mich ja schon mit schmeichelhaften Worten vorgestellt. Vielen Dank. Vielleicht noch 2 Worte zu dem, was wir bei Klimafakten machen und wer wir sind. Zunächst einmal, wir sind eine gemeinnützige GmbH. Wir werden von 2 Stiftungen, der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation, finanziert und das sind auch unsere Gesellschafter. Und Julian Schmidt sagte, dass ich ein bisschen Erfahrung habe im Bereich der Kommunikation. Das schützt einen nicht davor, an die Aufgabe der Klimakommunikation doch auch naiv heranzugehen. Naiv sind wir jedenfalls gestartet mit dem Namen Klimafakten, weil wir dachten, naja, wenn die Fakten stimmen, dann läuft der Rest schon und das hat sich als Trugschluss erwiesen. Mittlerweile ist uns besser klar geworden, was wir wollen. Wir wollen eine informierte, fundierte öffentliche Debatte über Klimaschutz ermöglichen, durch Faktenchecks zum Beispiel. Wir wollen aber auch verstehen, helfen, was in der Klimadebatte passiert, warum die so verwickelt ist und so leicht entgleist. Und wir wollen insbesondere Klimaschutzakteure dabei unterstützen, wirksam zu kommunizieren. Und wirksam, das heißt aktivierend und motivierend, sodass Sie sehen das auf diesem eingeblendeten Bild, am Ende dann Klimahandeln herauskommt. Ja,
Ich zeige Ihnen ein Bild, was vielleicht nicht so angenehme Gefühle auf den ersten, beim ersten Anblick hervorruft. Und wenn wir jetzt in eine Live-Veranstaltung wäre, würde ich Sie fragen, ja, sagen Sie mir doch mal, was Sie hier sehen. Was ist hier auf diesem Bild? Was ist die Situation, die sich hier abspielt? Und ich nehme mal die Antwort vorweg. Also, wir sehen eine Frau, die offenbar weint, von Schmerz erfüllt ist und an ihrem Kopftuch, der blassen Haut, kann man erahnen, dass sie vielleicht eine Chemotherapie hinter sich hat, dass sie eine Krebspatientin ist. Und vielleicht hat ihr der Arzt, der ihr gerade gegenüber sitzt, gerade etwas gesagt über eine medizinische Prognose, die nicht günstig aussieht. Und warum zeige ich Ihnen dieses Bild? Ich will Ihnen sagen, es gibt nicht nur beim Klimathema, sondern auch in anderen Lebenssituationen ja Gespräche über existenzielle Fragen. Und genauso wie intuitiv uns klar ist, in so ein Gespräch mit einer Patientin würden wir gut vorbereitet hineingehen. Wir würden uns überlegen, was wir sagen. Es gibt dafür auch sogar Trainings. Menschen werden natürlich gezielt darauf vorbereitet, solche Gespräche zu führen. Auch der Klimawandel löst Ängste aus in uns. Es geht um existenzielle Fragen und deswegen ist es so wichtig, dass auch wir gut vorbereitet in diese schwierigen, manchmal sehr intensiven Gesprächs- und Kommunikationssituationen hineingehen. Das ist jetzt sozusagen das Kontrastprogramm zu dem Bild, was wir eben gesehen haben. Ganz nüchterne Zahlen und Balken, Diagramme. Was will ich Ihnen gleich als Wort der Ermutigung zu Beginn sagen? Also die Alltagsgespräche über den Klimawandel, die sind angekommen. Sie sehen hier, wie sich von 2015 bis 2019 die Situation entwickelt hat, dahingehend, wie oft Menschen mit Familie, mit Freunden, mit Kollegen oder Bekannten über Klimawandel sprechen. Und die grünen Balken von Menschen, die sagen, ja, sie tun das mindestens einmal in der Woche, die gehen nach oben. Und umgekehrt gehen die roten Balken bei den Menschen, die sagen, sie machen das nie, die gehen sehr deutlich nach unten. Das heißt, die Klimadebatte findet statt in unserer Gesellschaft und die Frage ist, wie wir sie gestalten. Und als dritter Teil des Aufwärmens möchte ich Ihnen gerne zwei Fragen stellen und ich würde Sie bitten, Ihre Antworten, das werden einzelne Begriffe oder Wörter sein, schreiben Sie sie bitte in den Chat. Meine erste Frage ist, wenn Sie an das Alltagsverhalten der meisten Menschen in unserer Gesellschaft denken und dessen Folgen für das Klima. Welche Motive sind dann bestimmend für diese Verhaltensentscheidungen? Also, wie kaufen Menschen ein? Wie fahren sie zur Arbeit? Was machen sie im Urlaub? Was bestimmt dann bei unseren Mitmenschen in unserer Gesellschaft diese Verhaltensentscheidungen, die immer auch Klimaauswirkungen haben. Was denken Sie, wovon lassen sich die Leute leiten? Und Alexander, wir haben das vorher abgesprochen. Ich spreche Sie mal an. Was sehen wir denn da so im Chat? Was tauchen da für Begriffe auf? Häufigsten genannt, würde ich mal meinen, ist die Bequemlichkeit. Ja. Bequemlichkeit, Gewohnheit, es ist auch eine Kostenfrage, was haben wir noch? Ja, möglichst bequem. Genau, Gewohnheit, Komfort, geringe Kosten, eben habe ich hier noch Trägheit. aufblitzen sehen, einmal den Begriff Renommee, also das, was andere Leute denken, was Status verspricht. Ja, sehr spannend. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und ich stelle Ihnen jetzt eine zweite Frage. Und die zweite Frage lautet, bitte denken Sie jetzt an Ihr eigenes Alltagsverhalten und dessen Folgen für das Klima. Welche Motive bestimmen Ihre eigenen
Verhaltensentscheidungen. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie an Ihr Alltagsverhalten und dessen Klimafolgen denken? Bitte schreiben Sie die Antworten in den Chat. So, und da wird fleißig getippt. Genau, da ist es die Zukunft vor allem der Kinder. Ja. Nachhaltigkeit, Zukunft, Klimaverträglichkeit, Ressourcenschonung, CO2-Vermeidung, Vorbildfunktion. Ja, vielen Dank. Also, lassen wir uns diese beiden Antworten mal ein bisschen auf der Zunge zergehen und schauen wir uns nochmal an, was jetzt eben passiert ist. Also ich habe Sie gefragt, wie schätzen Sie unsere Umwelt und die Mitgesellschaft ein? Und da kamen doch eher, ja, wie soll man sagen, nüchterne Beschreibungen der wahrgenommenen Realität, also Kosten, Bequemlichkeit, Routine, Renommee. Wenn es um unsere eigenen Motive gehen, ein paar Leute haben geantwortet, die gleichen. Also man könnte sagen, vielleicht ein Stück eine nüchterne Betrachtung. Aber oft wurden dann eben auch Motive genannt, wie ich fühle Verantwortung für meine Kinder, Enkeltauglichkeit. Also wir sehen hier, wie die Selbstbeschreibung und die Fremdwahrnehmung doch auseinanderläuft. Und damit sind wir bei einem ersten Problem der Klimakommunikation und meiner ersten These. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Und gehen wir rein in die Thesen. Trauen wir uns selbst und unseren Mitmenschen das Beste zu und betrachten wir den Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe? Meine erste These, und ich will sie gerne erläutern, und ich greife hier zurück auf eine Befragung, die die Organisation More in Common in diesem Jahr in Deutschland durchgeführt hat, basierend auf einer repräsentativen Befragung. Und eines der Ergebnisse ist, Klimaschutz ist ein Thema für uns alle. Die Menschen gehen sehr mehrheitlich mit großen Mehrheiten davon aus, dass ihr eigenes Verhalten einen Unterschied machen kann. Schauen Sie auf die obersten Linie, das sind immer die Gesamtzahlen. Das ist aufgesplittet nach gesellschaftlichen Milieus, aber die Abweichungen zwischen den Milieus sind nicht so groß. Und 3/4 der Menschen sagen, ich kann einen Unterschied machen. Und gleichzeitig sagen die Leute auch, Klimaschutz ist ein Thema für uns alle. Das heißt, die Aussage, Klimaschutz ist nur ein Thema für die, die es sich auch leisten können, das unterstützen nur wenige oder sehr wenige. Zugleich sehen wir aber, und da sind wir dann bei der Übung, die ich mit Ihnen gemacht habe, da geht es um die Frage, wie viel wird bislang von den folgenden Akteuren für den Klimaschutz getan? Und da wird nach der Bundesregierung, der EU-Kommission, der Gemeinde, der Wirtschaft oder Leuten wie mir gefragt. Und ein prägnantes Gefühl ist, dass man selbst das so einschätzt, man tut schon in etwa das Richtige. Aber die anderen Akteure, die tun das noch nicht. Also genau das, was wir eben an uns selbst gesehen haben, das sehen wir hier dann auch repräsentativ bestätigt. Und das vorherrschende Gefühl ist, ich tue viel mehr für den Klimaschutz als die meisten anderen. Diese Aussage wird quer durch die Gesellschaft gesehen. Also die wenigsten sagen, ich mache weniger. Tendenziell sagen die Leute, ich mache mindestens genauso viel, wenn nicht mehr, als der Schnitt der Bevölkerung. Und das ist eine Situation, die wir überwinden müssen, denn dieses Gefühl, ich bin eigentlich der, auf dem die ganze Last ruht, ich streng mich an und objektiv betrachtet, was kann ich als Einzelner schon ausrichten, das ist eine Situation, von der wir eigentlich wegkommen müssen. Und ich denke, der Ausstieg aus dem Karussell des wechselseitig fehlenden Zutrauens gelingt nur politisch.
Wir haben gesehen, die Bürgerinnen und Bürger sind bereit für Klimaschutz, aber sie wollen Klimaschutz als gemeinschaftliche Aufgabe mit Anstrengungen aller Beteiligter und mit Investitionen in öffentliche Güter. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass genau diese Wahrnehmung noch nicht so ist, dass Bürgerinnen und Bürger nicht das Gefühl haben, dass wirklich alle beteiligt werden und dass insbesondere nicht in gemeinschaftliche Güter investiert wird. Also hier sind Stellschrauben für die Politik und die politische Kommunikation. Meine zweite These. Und die knüpft an den Titel des Vortrags, Vertrauen Sie nicht auf die Macht der Fakten. Der Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen hat das sehr treffend beschrieben mit dem Satz, Research shows that showing people research does not work. Hier sind wir wieder an dem Punkt der Klimafakten. Also ich habe das selbst vor 10 Jahren, als wir angefangen haben, auch so geglaubt, dass wir eben die Fakten verteidigen müssen und dann läuft das schon und das funktioniert aber nicht. Und das funktioniert deswegen nicht, weil sozusagen unsere anthropologische Grundausstattung, wie wir denken, wie in unserem Gehirn Prozesse ablaufen, das wird bestimmt zum Beispiel von Motivated Reasoning. Motivated Reasoning heißt, wenn ich eine bestimmte Art habe, die Welt zu verstehen, einzuordnen, mir einen Reim darauf zu machen, dann nehme ich gezielt auch die Dinge wahr, die diese Weltsicht unterstützen. Und wir tun das, weil wir kognitive Dissonanz vermeiden wollen. Wir haben in unseren Köpfen eine Vorstellung davon, wie die Welt sein soll, was für uns wichtige Werte sind. Und es ist ein unangenehmes Gefühl wahrzunehmen, dass die Welt dann aber doch punktuell mindestens anders ist, als wir sie uns vorstellen. Dieses unangenehme Gefühl möchten wir vermeiden und das treibt uns an, dazu sozusagen die Fakten teilweise passend zu machen. Das ist etwas, was wir natürlich gerne dem politischen Gegner unterstellen, aber ich kann Sie beunruhigen. Das ist unabhängig von der politischen Parteiorientierung. Das ist gewissermaßen eine anthropologische Grundausstattung. Und ich glaube, es hilft, wenn wir uns dessen bewusst werden und ja, den Fehler nicht nur bei anderen suchen. Wenn Fakten und Werte miteinander in Konflikt geraten, werden die Fakten unterliegen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und dasselbe gilt eben dann auch, wenn Fakten in Konflikt geraten mit Identität und Selbstbild, mit der Gruppenzugehörigkeit und dem, was in der Gruppe zählt, mit Erfahrungen, mit Emotionen, mit sozialen Normen. Die kommen den Fakten in die Quere und häufig führt es dazu, dass wir eben nicht alle Fakten so würdigen, wie es vielleicht angemessen wäre. Aber es ist natürlich dennoch wichtig, sich mit Fakten auseinanderzusetzen und ich will Ihnen ein paar Gründe nennen, warum. Zunächst einmal kann fehlendes Wissen natürlich schaden. Ein Beispiel, in Befragungen sagen Menschen, Plastikmüll sei eines der zentralen Klimaprobleme. Das ist nicht ganz zutreffend. Und wenn aber weite Teile der Bevölkerung das so sehen, dann kommt man vielleicht auch zu falschen politischen Prioritäten. Falschinformationen können schaden. Ein Beispiel hatten wir gerade vergangene Woche, die Debatte wieder einmal, Lebenszyklusanalysen von Elektroautos und die Aussage, ja, die sind doch eigentlich doch gar nicht so sinnvoll. Sie sind natürlich in der Tat mit Problemen verbunden. Aber es kommt darauf an, die Fakten richtig einzuordnen. Und vielleicht das größte Problem ist, dass Desinformation kostbare politische Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Da muss dann korrigiert werden. Wir müssen uns durcharbeiten durch den Nebel der Desinformation. Und in der Zwischenzeit haben wir wieder Gelegenheiten zum Handeln verpasst. Ich habe Ihnen hier eine ganze Reihe von Sätzen mitgebracht, die Sie alle
kennen werden und die auch in Österreich zirkulieren werden. Diese Sätze fangen immer an mit "Ich bin sehr für Klimaschutz" und enden dann mit Aussagen, warum das alles nicht geht, weil man zum Beispiel auf technologieoffene Strategien setzen soll, man keine gesellschaftliche Spaltung riskieren dürfe, keine Planwirtschaft will, Klimaschutz darf keine Sache der Wohlhabenden sein, es müssen internationale Lösungen her und das eigentliche Problem ist doch die Überbevölkerung. Das sind ja keine reinen Faktenaussagen, die enthalten oft sogar einen wahren Kern, aber sie sind Diskurse der Verzögerung, die zu Inaktivismus führen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und was ich Ihnen empfehlen würde, kann man zusammenfassen mit dem Akronym oder dem Hashtag PLURF. Heißt konkret, PLURF steht für Strategien der Desinformation, wie zum Beispiel das Zitieren von Pseudo-Experten oder das Aufstellen unerfüllbarer Erwartungen. Es ist also eine wirksame Maßnahme und Strategie gegen Desinformation, sozusagen Menschen präventiv mit Strategien und Methoden der Desinformation vertraut zu machen. Wenn man weiß, was auf einen zukommt, kann man besser darauf reagieren. Das ist ein bisschen wie beim Impfen. Da wird das Immunsystem auch fit gemacht, dafür sich mit Viren auseinandersetzen zu können. Ohne diese medizinische Parallele überstrapazieren zu wollen, ist das hier beim Umgang mit Desinformation durchaus ähnlich. Und woran kann man Strategien der Desinformation erkennen? Dafür haben wir zum Beispiel diese Infografik, die Sie auf unserer Website finden, gemacht. Und da kann man selber mal ein bisschen durchspielen, wie diese Nicht-Ich, Nicht-Jetzt, Nicht-So-Argumente der Diskursverzögerung funktionieren. Dritte These oder zur Klimakommunikation lautet: Fragen Sie sich, was will ich von meinem Gegenüber? Und dazu möchte ich jetzt gerne mit Ihnen nach Wien ins Kunsthistorische Museum gehen. Da hängt nämlich dieses Bild von Peter Bruegel. Es heißt die Bekehrung des Paulus und stellt auch genau diese Begebenheit aus der Bibel dar. Und ich hoffe, Sie kennen aus dem Religionsunterricht noch oder von anderswo diese Begebenheit, wo also Saulus, der Christenverfolger, der Inquisitor sozusagen, auf der Straße nach Damaskus geblendet wurde, sein Augenlicht verlor. Das ist hier dargestellt. Sie sehen im Zentrum des Bildes diesen Mann in Türkis, der auf dem Boden liegt. Und ich zeige Ihnen dieses Bild, weil dieses Bild ist vielleicht auch nicht in dieser Form, aber doch häufig in unseren Köpfen verankert, wenn wir in Debatten hineingehen. Wir wünschen uns insgeheim, denke ich, oft, unser Gegenüber argumentativ zu Fall zu bringen, am Boden zu sehen und sozusagen einen totalen Sieg davon zu tragen. Und ich würde sagen, genau das ist eine Vorstellung, von der wir uns verabschieden sollten, weil sie unrealistisch ist und weil sie auch insbesondere für das Gegenüber alles andere als angenehm ist, am Boden zu liegen, entwaffnet zu sein. Das ist keine gute Haltung für die Kommunikation und auch nicht für die Klimakommunikation. Und es ist, und da will ich noch einmal eine Untersuchung von More in Common zitieren, es ist auch gar nicht notwendig, Befragungen in Deutschland, aber ich vermute, dass es in Österreich auch nicht anders zeigen, nämlich, dass Menschen sehr breit und offen sind, dafür ein klimafreundliches Land zu gestalten. Hier wurden konkret Menschen gefragt, wie sollte Deutschland nach der Pandemie werden? Die Frage wurde im Herbst letzten Jahres gestellt und die
populärste Antwort war, Deutschland soll umweltfreundlicher werden. Das heißt also, Sie können auf eine ganze Menge Wohlwollen und Interesse und Zustimmung Ihrer Diskutanten eigentlich durchaus setzen. Ein wichtiger Punkt, der anknüpft an das, was ich eben sagte, lautet, hören Sie zu und verstehen Sie Ihr Publikum. Das ist relativ banal. Ich hoffe nicht zu banal. Aber banal ist dann vielleicht nicht die Umsetzung. Und eine Methode der Umsetzung möchte ich Ihnen hier zeigen. Das ist ein Screenshot entstanden in meiner Küche. Da habe ich ein Fokusgruppengespräch fotografiert. Und was passiert in Fokusgruppen? Das ist ein klassisches Instrument der Sozialforschung. Das ist super einfach zu organisieren. Im Grunde ist es nämlich so, dass man eine möglichst heterogene Gruppe von Menschen einlädt und sie fragt, wie sie über ein bestimmtes Thema denken. Und wenn Sie jetzt also selber Kommunikationsmaßnahmen durchführen, selber kommunizieren, dann machen Sie das. Laden Sie Leute ein, fragen Sie, was Sie denken über Ihr Thema, fragen Sie, was Sie über Ihre Botschaften und das, was Sie fordern oder wollen, was Sie darüber denken. Und ich garantiere Ihnen, Sie werden überrascht sein. Sie werden Dinge erleben, die Sie verblüffen, weil... So ging es mir, Menschen ja an manchen Punkten erstaunlich viel wissen, an anderen Punkten erstaunlich wenig. Dieser Realitätscheck, den sollten wir wann immer möglich machen, bevor wir in die Kommunikation gehen. Also es kostet nichts, außer vielleicht 1-2 Tage Zeit, ein bisschen Aufwand, aber es lohnt sich in jedem Fall. Testen Sie Ihre Botschaften. Also der erste Schritt ist sozusagen hineinzuhören in die Fokusgruppe. Was denken die Leute? Was sind die Bilder, die Worte, mit denen Sie Probleme beschreiben? Wo wissen Sie etwas? Wo ist das Wissen lückenhaft? Auf der Basis können Sie sehr gut Botschaften entwickeln und diese Botschaften sollten Sie in einem zweiten Schritt dann unbedingt testen. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, etwas, was wir gemacht haben in einem Workshop mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist ja die politische Stiftung, die der CDU nahesteht in Deutschland. Und es ging hier in diesem Workshop um Narrative für Klimaschutz. Wir haben diese Narrative aufgeschrieben. Eines dieser Narrative lautete Heimat. Und ich lese mal den ersten Satz vor, der lautet, wir lieben unsere Heimat, unsere Städte und Dörfer, unsere Kultur, unsere Landschaften, unsere Wälder. Und das ist eben alles in Gefahr durch den Klimawandel und deswegen müssen wir das schützen. Das steht sozusagen weiter unten. Und das Interessante ist jetzt, wir haben also in kleinen Gruppen den Leuten in dem Workshop, die sich also der CDU nahestehend und verbunden fühlen, die haben wir gebeten, in diesen Narrativen Wörter, Begriffe, Satzteile zu markieren, die sie richtig gut finden, in grün, die irgendwie komisch sind, in gelb und in rot, die sie ablehnen. Und Sie sehen die Ergebnisse für zwei Gruppen, die sind schon mal recht unterschiedlich. Also da haben Einzelne was grün markiert, was andere gelb markiert haben und bei manchen ist ganz viel rot, bei anderen weniger. Also schon in zwei Gruppen sehen Sie, dass einzelne Begriffe, einzelne Satzteile dazu führen können, dass eigentlich das ganze schöne Narrativ nichts taugt. Sie müssen sich das so ein bisschen wie bei einer Suppe vorstellen, die kann tolle Zutaten haben, aber wenn Sie da mit einem Gewürz daneben hauen, dann können Sie die ganze Suppe wegkippen. Und so ähnlich ist das auch mit diesen Narrativen, was Sie denken, was Konservative oder Liberale oder Grüne oder Linke gut finden, das wird ganz anders sein als das, wie die selbst das sagen würden. Und das sollten Sie die Leute dann bitten, ihnen zu sagen, was sie gut finden und was nicht. Entschuldigung, Herr Mund, ja, ich habe noch gleich nämlich eine Frage aus dem Chat und zwar zur Fokusgruppe. Sollte die aus Personen bestehen, die dem Thema nahestehen oder ganz zufällig ausgewählt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hängt ein bisschen dann natürlich davon ab, worum es geht und ob man jetzt eine allgemeine Kampagne für die breite Öffentlichkeit macht. Also nehmen wir mal an, Sie haben in einer Kommune irgendein Verkehrsvorhaben, Sie wollen einen Stadtplatz neu gestalten. Ja, dann sollte man die Fokusgruppe mit Anwohnerinnen und Anwohnern machen. Wir selber haben eine Fokusgruppe gemacht, zu unserem Handbuch der Klimakommunikation. Da wollten wir wissen, was soll das für einen Titel haben, wie soll das konzipiert sein. Da haben wir dann eben versucht, ein breites Spektrum der Leute einzuladen, von denen wir dachten, die sind die Zielgruppe. Also, ich würde sagen, je nachdem. Okay. Und noch eine zweite Frage, ob Sie auch schon Erfahrung mit A- und B-Testing gemacht haben, wie sinnvoll das ist. Dass man Varianten zur Wahl stellt oder Christoph, bist du das? CDG? ja, genau, Also, das bin ich. ja, dann bitte. Genau, da ist es gegangen, um unterschiedliche Varianten zu testen, eine Website in zwei unterschiedlichen Varianten zu haben und dann zu tracken, welche mehr Aktivität hervorruft, beispielsweise Ja. A&B-Testing. Also ich selbst habe das nicht gemacht. Ich weiß von Kollegen, die das mit Social Media Botschaften gemacht haben und da kann man dann auch sehr schön nachverfolgen, was dann passiert. Ja, also man sollte das machen. Vor allem aber sollte man nicht sich davon abhalten lassen, dass man denkt, diese Methoden seien kompliziert. Also man kann zum Beispiel bei Social Media viel Zeit investieren und ganz super tolle Tools anwenden, um sehr ausdifferenziert Botschaften abzutesten. Aber man kann auch ganz einfach fünf Leute in einen Raum bitten und sei es ein Zoom-Raum und sie mal um ihre Meinung fragen. Wichtig ist, dass man überhaupt irgendetwas in diese Richtung macht. Und für die ganz einfachen Sachen braucht man keine technischen Kenntnisse, man braucht eigentlich keine Methodenkenntnisse, man muss nur wissen, es lohnt sich. Ja, jetzt haben wir viel über Begriffe und ihre unterschiedliche Wirkung gesprochen und da kommen wir dann zu meiner sechsten These. Achten Sie auf Ihre Worte. Und ich will mal mit Ihnen jetzt ein kleines ABC fragwürdiger Klimabegriffe durchgehen, um mal zu sehen, an welchen Stellen wir eigentlich vielleicht Dinge sagen, die wir nicht unbedingt meinen oder die nicht unbedingt den Effekt haben, den wir erzielen wollen. Das fängt an beim Begriff Alarmismus, ein häufiger Vorwurf an die Adresse von Klimaschützerinnen und Klimaschützern. Aber eigentlich geht es doch eher darum, nicht alarmistisch, sondern alarmierend zu kommunizieren. Nächster Punkt ist die CO2 oder Treibhausgas oder Klimaneutralität. Da würde ich sagen, Obacht, machen Sie sich erstmal klar, worum es hierbei wirklich geht, was Sie eigentlich sagen wollen. CO2-Neutralität, Treibhausgasneutralität und Klimaneutralität sind nicht dasselbe. Und genau, hier ist es wichtig, mit klaren Definitionen zu operieren und die Begriffe dann auch so zu verwenden, wie sie passend sind. Dekarbonisierung, das ist ein Begriff, den außer uns die meisten Menschen, ich würde mal tippen, 90% in der Gesellschaft nicht so richtig einordnen können. Das klingt irgendwie so nach Chemieunterricht und da haben die meisten Leute nicht so tolle Erinnerungen. Und deswegen würde ich sagen, sagen Sie doch lieber, worum es eigentlich geht. Zum Beispiel um saubere Luft oder erneuerbare Energie. Das Gleiche gilt für die berühmten Klimaschutzziele, die eigentlich in keiner Politikerrede und auch sonst in der Klimakommunikation fehlen. Und das ist doch eigentlich ein Technokratenbegriff, weil wir wollen doch nicht die Klimaschutzziele erreichen, sondern wir wollen ja einen inhaltlichen Zustand erreichen, zum Beispiel keine Emissionen mehr haben und auf Null kommen. Und dann sollte man das auch sagen.
Vorsicht bei Framings, die sozusagen von der Gegenseite kommen, die zum Beispiel Klimaschutzziele verschärfen. Das ist so ähnlich wie mit der Steuerlast, mit der gerne argumentiert wird. Also wer irgendetwas verschärfen oder strenger machen will, der ist eigentlich nicht so sympathisch. Und eigentlich geht es um wirksamere Politik. Die Klimaskeptiker, das hatten wir vorhin schon gestreift, sind aus meiner Sicht eigentlich Inaktivisten. Klimawandel, da steckt die Verharmlosung schon im Begriff. Man kann auch Erdüberhitzung oder Klimakrise sagen. Und dann ein besonders problematischer Begriff, das knüpft an die Klimaschutzziele. Es ist ja in den politischen Debatten, die wir führen, immer wieder von den Treibhausgasreduktionszielen die Rede, minus x Prozent. Und das ist deswegen ganz besonders problematisch, weil sich das mit aller Macht dagegen sperrt, verstanden zu werden. Sie haben da Prozentrechnung drin, Sie haben Minusrechnung drin, Sie haben Treibhausgase, die wir ja auch gar nicht sehen oder wahrnehmen können. Das alles sperrt sich schon dagegen verstanden zu werden. Also sprechen Sie lieber von dem, was Sie eigentlich wollen. Und letztes, Verzicht auf Fleisch. Auch da würde ich sagen, nicht den Verzicht und das Minus und das Weniger betonen, sondern das, wo man positiv hin möchte. Die Liste können Sie natürlich fortsetzen. Und wenn Sie da eine kleine praktische Übung machen wollen, nehmen Sie sich mal irgendeinen Klimatext und markieren Sie alle Begriffe, die irgendwie inhaltlich zentral sind. Unterstreichen sich die und fragen Sie Leute, ja, wie verstehst du diesen Begriff? Lassen Sie sich die Begriffe auf der Zunge zergehen und vielleicht werden Sie dann anschließend etwas andere Wörter verwenden. Jetzt kommen wir zum Bereich der gesellschaftlichen Transformation, um die es ja mit Klimaschutz auch geht, um die Veränderungen, von denen wir häufig sprechen. Und da würde ich Ihnen gerne zurufen wollen, keine gesellschaftliche Veränderung beginnt mit einer Mehrheit. Setzen Sie auf die Kraft der 20%. Die 20 ist jetzt beliebig. Bei Extinction Rebellion war es eine Zeit lang populär, von den magischen 3,5% zu sprechen, die man angeblich nur braucht für gesellschaftlichen Wandel. Wichtig ist mir hier, wenn wir uns politische Veränderungen, Emanzipationsbewegungen, Reformbewegungen anschauen, wie zum Beispiel den Kampf für das Frauenwahlrecht, dann war es historisch immer so, dass diese Bewegungen nicht mit einer Mehrheit geboren wurden, sondern eben als Minderheiten antraten und es am Ende dann aber geschafft haben, sich durchzusetzen. Das war beim Frauenwahlrecht nicht anders als bei der Homo-Ehe. Das war so bei etwas so Banalem wie der Einführung der Gurtpflicht, die man heute vielleicht auch nicht mehr mit so einem Slogan bewerben würde. Oder das war, Entschuldigung, genau, bei der Einführung des Rauchverbots im öffentlichen Raum oder auch bei der Abschaffung der Todesstrafe. So. Und das zeigt sich auch schon in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Hier mal ein kurzes Umfrageergebnis. Da wurde gefragt in Deutschland, wie die Leute zu einer CO2-Steuer stehen. Die Tagesschau hat daraus gemacht, nur jeder Dritte ist für eine CO2-Steuer. Und man kann es auch umdrehen und sagen, schon jeder Dritte ist dafür. Es ist eben eine Frage der Perspektive. Und beladen Sie sich nicht damit, wer noch alles dagegen ist. Schauen Sie auf die Leute, die Sie schon hinter sich haben. Und das werden mehr. Ich glaube, wenn wir über Klimaschutz sprechen, dann ist ja sehr viel, extrem viel von zukünftigen gesellschaftlichen Zuständen, von Veränderungsprozessen die Rede. Und wenn Sie klare Vorstellungen von der Zukunft haben, dann ist es aber auch wichtig, davon sich ein Bild davon zu machen, wie erfolgreiche Veränderungsprozesse in der Vergangenheit
verliefen. Und da haben wir ja schon eine Menge auf dem Konto und einiges erreicht. Dieses Bild hier ist aus der Anti-Atom-Bewegung in Österreich. Eine, würde ich sagen, durchaus identitätsstiftende Bewegung für die österreichische Umwelt- und Klimapolitik. Und da ist damals ja schon etwas gelungen. Da ist es gelungen, die Gesellschaft für diese Forderungen zu gewinnen und einen politischen Wechsel in Gang zu setzen. Und wir sehen das auch in zahlreichen anderen Fällen hier, in denen es gelungen ist, gesellschaftliche Kipppunkte zu erreichen. Dieses Bild zeigt Beate Klaasfeld, die 1968 im Deutschen Bundestag den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger öffentlich geohrfeigt hatte, wegen dessen NSDAP-Vergangenheit. Ein ganz kurzer Moment, der dazu geführt hat, dass in der Gesellschaft moralisch etwas ins Kippen kommt. Wie wir das heute mit so einem Akt, einem einzelnen Akt erreichen können bei Klimaschutzfragen, das kann ich Ihnen auch leider nicht sagen. Aber es gibt diese Kipppunkte, nach denen dann die Dinge plötzlich völlig anders aussehen und wir Dinge ganz anders bewerten. Und ich habe Ihnen jetzt mal noch eine Reihe von Dingen mitgebracht, die vielleicht näher beim Klimaschutz sind. Also Kommunikation in den 80er Jahren, Verkehrsplanung im 20. Jahrhundert oder auch der Met-Igel. All das ist nicht mehr so populär. Und wenn in Klimadebatten immer wieder von Verzicht die Rede ist, dann würde ich Ihnen sagen, ja, lassen Sie uns doch mal darauf schauen, was wir schon alles an Veränderungen erlebt haben und ob wir das tatsächlich heute als so großen Verzicht wahrnehmen würden. So, mein Cursor ist irgendwie müde, weil wir jetzt auch langsam zum Ziel kommen. Neunte These: Haben Sie keine Angst vor Moral? Sprechen Sie über Werte und Normen und darüber, was Ihnen selbst wichtig ist. Sie werden das selbst erlebt haben. Klimadebatten sind auch Wertedebatten. Und ich möchte Ihnen sagen, ja, trauen Sie sich ran an diese Debatten, führen Sie sie. Denn es ist so, dass wir alle Vorstellungen davon haben, was uns heilig ist. Dinge oder Menschen, zum Beispiel unsere Kinder, die sind vorhin schon benannt worden. Viele würden sagen, meine Kinder sind mir heilig. Und das prägt unser Denken, das prägt, wie wir politische Urteile fällen. Und ich habe Ihnen hier mal mitgebracht eine Darstellung des Sozialpsychologen Shalom Schwarz, der eine Wertetheorie entwickelt hat und Werte in diesem Diagramm anschaulich gemacht hat. Die sind gruppiert in Wertefamilien. Und wenn Sie Menschen fragen, was ist Ihnen wichtig im Leben, wie soll die Gesellschaft gestaltet sein, dann werden Sie all diese Werte genannt bekommen. Und schauen wir mal nach oben rechts. Das ist so die Klimaschützer- und Schützerinnen-Ecke, würde ich sagen. Also da finden Sie Werte wie Einheit mit der Natur, eine Welt in Frieden, soziale Gerechtigkeit. Das sind alles Sachen, die gehen wirklich super gut zusammen mit Klimaschutz, würden viele sagen. Und dann gibt es andere Ecken in diesem Wertediagramm, zum Beispiel die Leistungsecke. Da haben Sie Werte wie Ehrgeiz, Einfluss, Erfolg, Intelligenz. Das sind vielleicht Werte, die man bei eingefleischten Marktliberalen vermutet. Was ich Ihnen sagen will, in unserer Gesellschaft sind alle diese Werte verteilt. Und ich glaube, es ist ein Fehler zu denken, dass wir nur mit den Klimaschutzwerten beim Klimaschutz weiterkommen. Es gibt Menschen, für die sind Leistungswerte oder Genuss- oder Abenteuerwerte wichtig. Und die Frage ist, wie verbinden sich diese Werte mit Klimaschutz? Können wir das adressieren? Können wir die Leidenschaften von Menschen wecken, wenn wir diese Werte ansprechen?
So, das werde ich jetzt mal im Interesse der Zeit hier überspringen und will kurz auf Normen zu sprechen kommen und Ihnen gerne eine kleine Unterscheidung von Normen erläutern. Also Normen sind ja etwas, an denen wir uns in unserem sozialen Verhalten orientieren. Und man unterscheidet injunktive Normen und deskriptive Normen. Die injunktiven Normen beschreiben, wie es sein soll, im Sinne von gut und böse, richtig oder falsch. Ein Beispiel: aus Umweltgründen soll man mit dem Fahrrad fahren. Das ist also die Forderung. Und davon unterschieden werden deskriptive Normen, die beschreiben zunächst einmal nur, was die soziale Norm ist oder was als solche gilt. Zum Beispiel 15% der Deutschen oder Österreicher fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und jetzt sehen Sie auf dem Bild diese Frau, die sich durch den Autoverkehr kämpft. Und da sehen Sie, dass diese injunktiven und deskriptiven Normen miteinander im Konflikt sein können. Die Frau weiß also, okay, es ist gut und richtig, aus Umweltgründen mit dem Fahrrad zu fahren. Und die deskriptive Norm, die sie erlebt, die ist aber anders. Sie erlebt, dass sie allein ist, dass sie sich Gefahren aussetzt, Gesundheitsbelastung und dass sie eben in der Minderheit ist. Und da sind wir wieder bei dem Vermeiden kognitiver Dissonanz. Das ist hier so eine klassische Situation, die Menschen als unangenehm, als negativ erleben und die dann, wenn sie nicht positiv aufgelöst werden, zu Inaktivität, Passivität, Resignation, Wut, unguten Gefühlen führen. Und da kann man hinauskommen, indem man versucht, dann eben auch die deskriptiven Normen zu adressieren, indem man sagt, also viele machen das schon, das ist ansteckend und lädt ein, mitzumachen. 10. These: erzählen Sie vom Gelingen und davon, wo Sie hinwollen, und laden Sie andere dazu ein, dabei zu sein. Wir haben vorhin schon erlebt, ganz viele von Ihnen haben gesagt, in Ihrem Alltagshandeln für Sie ist entscheidend eine positive Vorstellung von der Welt. Sie denken an Ihre Kinder oder Enkel. Und ich würde sagen, das verbindet sich mit unseren Vorstellungen davon, von einem guten Leben. Die hat jeder von uns im Kopf und darüber sollten wir sprechen. Was uns antreibt, ist unsere Vorstellung von der Welt, wie sie sein soll. Und die können Sie dann auch ein bisschen ausmalen. Das ist hier eine Visualisierung, wie der Flughafen Berlin-Tegel, der letztes Jahr geschlossen wurde, zukünftig einmal aussehen soll. Der soll zu einem Klima- und gesellschaftlichen Innovationscampus umgebaut werden. Sie können das auch so sehen oder völlig anders. Das ist hier ein Zukunftsbild unseres Lebens, was Germanwatch entwickelt hat. Wichtig ist, dass wir in diese Vorstellungswelten kommen, wie die Dinge sein könnten. So viel meine 10 Thesen. Wer am Thema dranbleiben will, der kann gerne unseren Newsletter abonnieren. Der kann gerne im nächsten Jahr zum Klimakommunikationskongress in der Schweiz, in Zürich kommen oder einen Blick werfen in das Handbuch der Klimakommunikation, in dem viel ausführlicher das steht, was ich heute Ihnen hier gesagt habe. So sieht es aus. Und an der Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt freue ich mich auf den Austausch und die Diskussion. Dankeschön, Herr Mohn, für diesen wirklich großartigen Vortrag. Also das Einzige, was ich glaube, der Mettigel ist an uns Österreicher und Österreichern vielleicht wirklich vorübergegangen. das kann sein. Ich weiß nicht, ob den jeder kennt. Was noch ein wichtiger Punkt ist, es gibt dieser Vortrag vom Herrn Mohn eben ist auch aufgezeichnet, das Webinar wird aufgezeichnet und das werden Sie dann finden auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von Klimaaktiv.
es wird auch auf der Klimaaktiv-Homepage dazu einen Artikel geben und so weiter. Also Sie werden es auf jeden Fall finden. Also für alle, die sich das noch einmal genau anschauen wollen, denen es das ein oder andere Mal vielleicht zu schnell gegangen ist oder man sich die ein oder andere Grafik noch genauer anschauen will. Jetzt würden wir zum Dialogteil kommen. Wir sind ausgezeichnet in der Zeit, also wir haben quasi alle Zeit der Welt. Ich würde Sie nach wie vor bitten, die Mikrofone auszuschalten, außer wenn Sie sich zu Wort melden. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie verwenden weiterhin die Chat-Funktion, da können Sie alle Fragen stellen, die Sie haben. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, per Video natürlich direkt die Frage zu stellen. Da würde ich Sie allerdings bitten, dass Sie die Hand heben. Als erstes, die Handhebefunktion ist eben da, wo Sie dieses Emoji unten haben, den Smiley. Wenn Sie darauf klicken, kommt das Fenster und da sehen Sie oben ein graues Feld Handheben. Dann wird das nämlich gerankt, dann sehen wir, wer sich gemeldet hat. Und dann Mikrofon einschalten und wenn Sie wollen, die Kamera würde uns natürlich auch freuen, dass man sozusagen noch direkter die Frage stellen kann. Ansonsten, wie gesagt, die Chat-Funktion. Also das ist mal das Wichtigste. Welche Fragen haben Sie an den Herrn Mohn? Eine sehe ich hier schon im Chat, die ich spannend finde. Ja. Wenn ich mir die selber aufrufen darf, von Frau Kutzma. Herr Mohn, würden Sie NGOs raten, nicht länger zu versuchen, Andersdenken zu erreichen und sich ausschließlich auf Gleichgeschaltete oder Gleichgesinnte zu konzentrieren? Also ich finde die Frage spannend und interessant und ich würde sagen, also man sollte das Ganze wie ein Ökosystem betrachten, ein gesellschaftliches Ökosystem, wo es eben so ist, dass manche Menschen sich durch manche andere erreichen und ansprechen lassen. Und manchmal funktioniert das eben nicht. Also es gibt zum Beispiel Teile der Gesellschaft, die finden engagierten oder auch wütenden Straßenprotest oder Schule schwänzen und solche Geschichten einfach per se unattraktiv oder abstoßend, weil ihnen das zu radikal ist. Und wenn Sie selber zu den Veranstaltern solcher Protestformen gehören, dann würde ich Ihnen sagen, versuchen Sie es gar nicht erst oder dann sind Sie, sagen wir so, dann sind Sie vielleicht nicht die beste Botschafterin, um genau diese Menschen zu erreichen. Und dann ist vielleicht die Frage, wem kann das besser gelingen, weil er vom Habitus, von der Tradition, von der Wahrnehmung eben als Botschafter oder Botschafterin besser geeignet ist und akzeptiert wird. Wir haben in Deutschland zum Beispiel gerade die Gründung der sogenannten Werteunion gehabt, der Klimaunion, eine Gruppierung innerhalb der CDU, die dieses Jahr erst gegründet wurde. Und da sehen Sie etwas ganz Faszinierendes, während deutsche Umwelt-NGOs sich seit Jahren darüber Gedanken machen, wie man Konservative erreichen kann, gelingt das jetzt von selbst, weil Leute aus der CDU und in der CDU gesagt haben, okay, wir sind ein Teil von euch und wir wollen mit euch anderen Leuten in der CDU jetzt mal über Klimapolitik sprechen. Also da muss man eben analysieren, wen kann man erreichen. Und ich würde sagen, nicht jeder sollte versuchen, jeden anderen zu erreichen. Das ist häufig viel Aufwand, der nicht unbedingt Früchte trägt. Es gibt dann noch eine zweite Frage, und zwar arbeiten Sie als Klimafaktenteam mit Journalistinnen bzw. Medien zusammen? Die Frage verstehe, also ich kann dazu was sagen, aber ich würde gerne den Hintergrund der Frage noch besser verstehen. Vielleicht kann VW, steht hier als Kürzel, uns das nochmal direkt erklären. Hallo, wie die Frage gemeint ist. Kann man mich verstehen? Ja. Ah, super. Hallo, mein Name ist Veronika Winter und ich beschäftige mich sehr viel mit Klimaberichterstattung, also in den Medien, und ich nehme da halt immer wieder wahr, dass solche Klimakommunikationsworkshops so wie heute
Ja, wunderbar im Journalismus passieren sollten, weil ja da noch ganz viel ganz vorbei an der Realität oder an wirksamer Klimakommunikation passiert. Und da würde es mich interessieren, wie Sie vielleicht in der Vergangenheit mit Journalistinnen oder Medien schon zusammengearbeitet haben und welche Möglichkeiten Sie da sehen, wie man quasi die Klimaberichterstattung in den Medien vorantreiben könnte. Ja, also das ist ein ganz großes Thema, sehe ich auch. Wir schreiben gelegentlich über Klimajournalismus. Also wenn Sie Journalismus in unserem Suchfeld auf der Website eintragen, finden Sie eine ganze Reihe von Artikeln. Wir verstehen uns ja auch selber als Journalisten bei klimafakten.de. Es gilt aber bei Journalistinnen und Journalisten so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe zu der NGO-Frage. Also ich glaube, man kann mit Medien besonders gut dann arbeiten, wenn die das Gefühl haben, aha, das ist eine Initiative von innen. Also, und da gibt es inzwischen ja einige, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich gibt es inzwischen Klimajournalismus-Netzwerke. Und davon verspreche ich mir eigentlich am meisten Bewegung und Dynamik, dass Medienschaffende selbst mit ihren Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen, ja, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe als Medien? Was ist eine gute und sinnvolle Form der Berichterstattung, die eben dann auch die Leute mitnimmt und die Dinge anspricht, die wichtig sind? Übrigens an der Stelle, was wir machen, und da arbeiten wir auch mit Klima aktiv zusammen. Wir schreiben in diesem Jahr zum ersten Mal den K3-Preis für Klimakommunikation aus, und eine der Kategorien, die wir da haben, ist Klimajournalismus. Also kurz, wir sind aktiv, aber es gibt auch eine ganze Menge anderer Aktivitäten. Welche Fragen haben Sie noch an den Herrn Mann? Sie Ich hätte können eine auch Frage. bitte. Eva Maasen. Mich hätte interessiert, also wenn wir jetzt sehr positiv reden, denken wir, dass wir sehr viele Klimajournalisten schon quasi überzeugt haben, dass sie Positivberichterstattung, nicht diese Mangelgeschichten. Wie schaffen wir, die anderen Journalisten mitzunehmen? Also die Wirtschaftsjournalisten, von mir aus auch die Sport- und Kulturjournalisten, die sagen, Formel-1-Rennen sind super und da verpesten wir nicht die Landschaft, weil das ist Sport oder was auch immer, ja. Also all die anderen Journalisten, die sagen, Klima geht mich nichts an, aber die ja implizit in ihren Texten immer über Klima oder Klimaverzicht dieses Mantra weiter verfestigen und die quasi noch nicht auf den neuen Zug aufgesprungen sind. Wie nehmen wir die mit? Oder wie sprechen wir die an? Also, ich glaube, es geht darum, auch ein bisschen aufzuzeigen, wie man das Thema aufgreifen kann. Die journalistische Berichterstattung über Klimawandel ist ja sehr stark dominiert durch, weiß ich, Klimaberichte, die beschreiben, wie schlimm und schrecklich alles wird. Also was sehr stark aus dem Wissenschaftsjournalismus kommt und ja, was häufig nicht unbedingt positive Gefühle auslöst und vielleicht dann auch die Leserinnen und Leser oder Zuschauer ja, etwas allein lässt, weil es sich nicht wirklich verbindet mit der Lebenswirklichkeit. Und ich glaube, dass also Lokaljournalismus, Sportjournalismus, Wirtschaftsjournalismus, also vielfach geht es, glaube ich, auch darum zu erkennen, wo sind denn da eigentlich unsere Geschichten, ja, unsere Themen. Und ich glaube, eine Aufgabe besteht darin, das einfach mal aufzufächern und darzustellen, aha, was ist denn jetzt für den Sportjournalismus? Was sind denn da die Themen? Und da gibt es unheimlich viele. Und die eben auch frisch und neu sind, die auch Spaß machen können, die spannend sind. Ich glaube, da lohnt es sich, mit Redaktionen zu arbeiten und das mal ein bisschen auszudifferenzieren und aufzufächern, damit die Kolleginnen und Kollegen wissen, aha, das ist ja doch eigentlich ein ergiebiges Thema und auch ein Thema für uns.
Die Frau Luxch hätte noch eine Frage. Ja, ich habe eine Frage, und zwar wäre es nicht. Hört ihr mich? Hören Sie mich? Ja. Ja. Gut. Na, ich hätte eine Frage. Ich habe eine ganze Truppe um mich herum, so von zwischen 10 und 14 Menschen, die da fleißig in unserem Ort dabei sind, auch eben gegen für diese Klimakrise eben die Leute auch zu informieren und und. Jetzt wäre es für mich ein Ansatz zu sagen, könnte man nicht erstmal bei denen anfangen, eben wie wir vorhin beschrieben haben, nicht erst bei denen, die dagegen sind, sondern die im Wording so zu satteln, dass wenn die rausgehen und mit Leuten reden, genauso wie wir jetzt mit den 10 Thesen die Informationen bekommen haben, dass wir da ansetzen, damit die Verbreitung im Schneeballsystem, sage ich jetzt mal, auch effektiver wird. Das wäre so mein Ansatz dazu. Das ist der Grund, warum ich heute hier sitze, zuhöre und schaue, wo geht meine Kommunikation in die falsche Richtung, eben, dass ich blockiere, als dass ich die Leute ins Boot hole, weil ich eben falsche Begriffe verwende, die eben meinem Gegenüber seine Konfrontation dagegen noch vergrößern und sagen, naja, die weiß es ja auch nicht besser. Die versucht mich mit den gleichen Mitteln zu fangen, wie das, was in der Zeitung teilweise steht. Ja, und haben Sie denn das, ja? Ja. Haben Sie das Gefühl, dass das manchmal so ist, dass Sie... Verstehe ich Sie gerade nicht? Ja, meine Frage ist, haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie genau das Falsche sagen und Leute dann abspringen oder dass Sie die Leute verlieren mit dem, was Sie ihnen erzählen, wenn Sie über Klimaschutz sprechen? Wir hören Sie gerade nicht. Jetzt hat man Sinn. Sie müssen es genau. Jetzt ist erst eingeschaltet. Bitte noch einmal wiederholen. Ja. Okay. Nein, es geht darum, die 14 Personen, die ich da um mich herum habe, die sind schon Aktivisten, sage ich jetzt mal. Ne? Die wollen, dass die Leute Klimaschutz betreiben, dass die das verstehen. Nur habe ich manchmal das Gefühl, ich habe so ein paar extreme Personen dabei, die einfach zu krass oder zu, wie soll ich sagen, zu energetisch hoch potenziell, die versuchen, die Leute umzustimmen und ihnen zu erklären, was so wichtig ist. Ich glaube, dass man da manchmal ein bisschen einen sanfteren Weg gehen muss. Ich versuche dann immer meistens den Leuten Beispiele zu geben, sie mehr mit Fragen rauszulocken, indem ich dann sage, naja, wie sehen Sie das, so wie wir vorhin das Thema hatten, unsere Kinder sind uns heilig, dass man einfach schaut, wo kann ich den abholen? Das ist so wie mit allen anderen Menschen. Also ich habe Beispiel einen kleinen Naturkostladen, wo ich oft Kunden drin stehen habe, die eine Stunde diskutieren bei mir, warum ich plastikfrei verkaufe, warum ich ein Elektroauto fahre und warum ich das alles mache, aber das wäre doch alles für den Scheiß. Und ob sie jetzt 1 Liter Milch in ein Pfandglas kauft oder nicht, sie kann doch gar nichts bewirken als Einzelperson. Und meine Antwort darauf ist dann immer, ja, sagen 4 Millionen Österreicher. Dann guckt sie mich ganz groß an und dann sage ich, ja, sie sind ein Teil von der großen Bevölkerung. Und wenn nur jeder, ich setze es gar nicht zu global an, nur jeder mit dem Fahrrad einkaufen würde, egal ob er dann anschließend plastikverpacktes Gemüse kauft, trägt einen Teil dazu bei, in dieser Klimakrise, dass wir weiterkommen. Das heißt, ich probiere das nicht zu 100% zu decken, sondern ich versuche, die wirklich abzuholen, bei dem, indem ich sage, wenn du Milch in Pfandflaschen kaufst, wenn du mit dem Fahrrad einkaufen gehst, wenn du keine Plastiktüte mehr verwendest, wenn du nur einmal beispielsweise für die Nudeln deine Verpackung mit. Jetzt sind Sie gerade abgerissen, aber ich kann mir die Situation lebhaft vorstellen. Und ich glaube, dass, es gibt von Adorno die Aussage, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Und ich glaube, es gibt doch das Richtige im Falschen. Und ich würde genau das auch adressieren. Also ich meine, es ist ja eine Grunderfahrung eigentlich von uns allen, dass wir einerseits klar erkennen, was sozusagen das nachhaltige, das klimaverträgliche Verhalten ist. Ja, das wissen die Leute. Gleichzeitig nehmen wir auch wahr, dass das, was eigentlich besser ist für die Mitwelt,
oder die Umwelt, dass das aufwendiger ist, dass das teurer ist, dass das unbequemer ist. Und das ist ein Reibungspunkt. Und ich glaube, diesen Reibungspunkt sollten wir uns anschauen. Ich glaube, es ist beides richtig. Es ist wichtig und richtig, dann individuell das Bessere zu tun. Aber es ist auch wichtig, sich damit nicht zu begnügen und zu erkennen, dass wir hier eigentlich oft in Situationen hineingetrieben werden durch Subventionen, durch Gesetzgebung, den ganzen Rahmen, den wir umbauen müssen, die eigentlich die klimaschädliche Verhaltensweise begünstigen. Ja? Und das ist etwas, was Menschen wahrnehmen, was unangenehm ist. Und ich glaube, diesen Punkt zu erkennen, dass es eben auch in diesem falschen System mit den falschen Steuerungssignalen, dass es auf zwei Dinge ankommt, einmal selber einen Akzent zu setzen, aber dass wir auch eben die politischen Rahmenbedingungen verändern. Ja? Und dass es natürlich nicht die Lösung sein kann, dass wir jetzt uns in einem an sich falschen System alle individuell perfektionieren. Das wird meines Erachtens nicht funktionieren. Ja, danke. Es gibt nur noch Fragen im Chat, und zwar in Bezug auf die Kommunikation zu dem Tornado in Tschechien. Mhm. Ob Sie da das Gefühl haben, dass sich durch solche Ereignisse, die ja jetzt in Europa auch passieren, die Wahrnehmung verändert in der Bevölkerung? Mhm. Ja, das würde ich auch denken, dass zeigen auch Befragungen, das ist auch meine Erfahrung aus verschiedenen Fokusgruppengesprächen, dass eben die Naturerfahrung, das, was Menschen in ihrer direkten Umgebung sehen an Dürre, aber eben auch sonst an Extremwetterereignissen, dass das Menschen nachdenklich macht. Das wirkt. Es ist bitter, dass es wirkt, weil dass es so schnell so ernst würde. Ich glaube, das hat viele überrascht. Wichtig ist, dass man das dann auch korrekt einordnet. Wir werden selbst morgen einen Faktencheck zum Zusammenhang zwischen Extremwettern und Klimawandel veröffentlichen, weil ja nicht jedes Extremwetterereignis ist jetzt kausal durch den Klimawandel verursacht, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben in vielen Fällen höher geworden. Und ich glaube, dass wenn man jetzt das aufgreift, ist es wichtig, dass man das dann auch vernünftig einordnen kann. Danke. Die Frau Nagel hätte noch eine Frage. Ja. Ja, genau. Auch von meiner Seite vielen lieben Dank für Ihren unglaublich spannenden Vortrag. Meine Frage wäre, geht es in die Richtung, und zwar, ich habe oft den Eindruck, dass wir uns so in der Klimakommunikation immer wieder sagen, so dieses, wir müssen diese verkaufen, wir müssen quasi alle dazu animieren, so dieses gute Leben zu leben und so weiter. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir da oft dazu tendieren, dann die Fakten gar nicht mehr zu kommunizieren. Und da frage ich mich manchmal, ob es nicht wichtiger wäre, einfach quasi eine unaufgeregte Tonalität zu finden, wie wir diese Dinge schon ansprechen können, weil ich bewege mich sehr stark, also auch privat, in einem sehr eigentlich klima- und umweltbewussten Umfeld, und trotzdem Fakten wie, dass die Stadt Wien bis 2050 einfach um 8 Grad wärmer werden kann, sind da oft einfach nicht bewusst, und auch vor allem, was das denn für Konsequenzen hat, also dass das für das Gesundheitssystem einfach wahnsinnig schwer tragbar wird, und gleichzeitig aber auch diese Lösungen dazu, also dass man zum Beispiel einfach durch ein Baum kühlt die Umgebung 4 bis 5 Grad. Und das kann man ja eigentlich relativ entspannt, aber ich habe oft das Gefühl, es geht ein bisschen verloren, vor lauter, dass wir dann versuchen, nur noch über Bäume zu reden und nur noch über gutes Essen. Jetzt wollte ich ganz kurz fragen, teilen Sie diese Ansicht ansatzweise oder liege ich da ganz daneben?
Nein, also zunächst mal würde ich sagen, es gibt jetzt nicht die eine richtige Klimakommunikation, ja. Also das ist von so vielen Faktoren abhängig und auch situativ zu entscheiden, dass es jetzt so ganz einfache richtig oder falsch ohnehin nicht gibt. Aber ich würde Ihnen völlig recht geben, dass so eine Softie-Kommunikation nach dem Motto, ja, es wird jetzt alles schön und sauber und luftig und grün und super gesund. Wenn man jetzt nur darauf setzt, diese Wohlfühlfaktoren in den Vordergrund zu stellen, dass das natürlich dem Problem überhaupt nicht gerecht wird. Und es muss eben problemadäquat sein. Und ich glaube, da hilft mir die Vorstellung, dass wir eine erwachsene Haltung einnehmen zu dem Thema. Eine Haltung, die insofern erwachsen ist, als sie sich des Ernstes der Situation bewusst wird und dann eben nicht alarmistisch, sondern alarmierend ist. Ja, also auch in dem Sinne, dass es um etwas sehr Ernsthaftes geht, wo wir uns fokussieren müssen, wo wir aber zugleich es schaffen müssen, unsere eigene Handlungsmacht wahrzunehmen und auch auf Selbstwirksamkeit zu setzen und auch Menschen Selbstwirksamkeitserfahrungen zu geben. Also das sagen die Umweltpsychologen, dass das der entscheidende Punkt ist. Und das gilt es eben zu vermitteln. Das ist knüpft an die Szene aus dem Naturkostladen, dass es also darum geht, den Punkt zu erwischen, wo der oder die Einzelne schon sieht, dass sie in einem gemeinschaftlichen Rahmen einen sinnvollen Beitrag zu einem übergeordneten Ganzen leisten kann und sollte. Okay, danke. Sie im Chat noch Fragen? Ja, und zwar, wie schätzen Sie das ein? Setzen die Menschen zu sehr auf technische Lösungen, sodass sie dann selber nichts mehr aktiv beitragen müssen? Also das ist natürlich ein politisches Problem. Es gibt auch einen Begriff für diese Tendenz, auf Technik zu setzen, nennt sich Solutionism. Gibt es auch einen Artikel auf unserer Website zu diesem Phänomen des Solutionism. Das ist aus meiner Sicht natürlich ein Stück weit eine Art magisches Denken. Die Annahme, dass technischer Fortschritt sozusagen uns das Problem abnimmt. Natürlich ist Technik ein Verbündeter für uns, aber der wird uns natürlich nicht aus der Verantwortung entlassen, dieser Verbündete. Das ist jetzt für die praktische Kommunikation nicht so ganz einfach, damit umzugehen, weil es gibt tatsächlich natürlich auch viele Menschen, die sich sehr für Technik begeistern und davon adressieren lassen, ja, und die eben Neues per se verheißungsvoll und verlockend finden, also die man damit eben auch einfach ansprechen und gewinnen kann. Ich denke halt vor allem, es sollte nicht naiv sein. Ich sehe das durchaus ambivalent. Okay. Kurz was dazu sagen? Meine Frage, ich bin diejenige, die die Frage gestellt hat. Mir kommt das auch oft von der Politik so vor, also dass sich vor allen Dingen die Politik auf die technischen Lösungen und Innovationen stützt, ja, um jetzt nicht wirklich jetzt einschneidende Veränderungen oder so herbeiführen zu. Geben Sie mal ein Beispiel. Ja, zum Beispiel Elektroauto. Ja, es wäre schön, wir könnten die Mobilität jetzt mit den Elektroautos in den Griff kriegen, aber es ist ja, es kann ja nur Übergangslösung sein, sage ich einmal. Wir müssen ja unser ganzes Mobilitätsverhalten eigentlich ändern. Ja, also oder auch jetzt ist Green Oil, Green Gas oder der Flugverkehr, also es sind ja riesige Herausforderungen, ja, die da zu meistern sind, und ich habe da oft so ein großes Fragezeichen, und es wird immer von Innovation geredet, und mir kommt so vor, wenn das einfach ein bisschen auch ein Ablenkungsmanöver ist von Wesentlichen, ja. Oder wie schätzen Sie das ein?
Naja, also ein Problem, also ich meine, jede Technologie hat ein bestimmtes Potenzial und es gibt bestimmte Pfade, wie die eingeführt werden kann, die dann eben mit Kosten und Innovationsfortschritten und dann den Marktbedingungen zu tun haben. Das ist erstmal schon sehr komplex und wenn jetzt Leute darauf hinweisen, dass bestimmte Technologien mit Schwierigkeiten verbunden sind, also zum Beispiel Elektromobilität, das Ressourcenproblem bei der Batteriefertigung, dann werden diese Argumente ja also mindestens aus zwei Motiven ins Feld geführt. Die einen, weil sie das insgesamt diskreditieren wollen, die anderen, die vielleicht dann eher aus der Umweltecke kommen, weil sie einfach auf Probleme hinweisen. Und die Schwierigkeit ist dann, dass es eben erst einmal unübersichtlich wird. Die Debatten verlaufen eben, ja, die sind im Graubereich, ja, statt im Schwarz-Weiß. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Und deswegen ist der Journalismus auch so wichtig, der eben dann das sortiert und einordnet und die Technologien dann vielleicht auch in sowas wie eine Reihenfolge ihrer in eine Reihenfolge bringt im Hinblick auf die Vor- und Nachteile und wann sie zur Verfügung stehen und was sie uns kosten und so weiter. Okay, danke. Die Frau Winter hätte noch eine Frage zur Klimakrise und Corona. Ja, genau, danke. Meine Frage wäre noch, dass wir ja bei der Corona-Pandemie gesehen haben, dass da die Politik und der Staat innerhalb von kürzester Zeit mit groß angekündigten Werbekampagnen, Aufklärungskampagnen. In Österreich hat das geheißen, schau auf dich, schau auf mich, gemeinsam schützen wir uns. Und ich habe dann immer so dran gedacht, das gibt es ja nicht, das muss man ja genauso auch für die Klimakrise machen. Und man hat innerhalb von kürzester Zeit es geschafft, dass ja auch komplizierte Pandemievorgänge und dieses exponentielle Wachstum, was ja ganz viele Parallelen auch zur Klimakrise aufweist, natürlich in einer anderen Dimension, dass das einer großen Bevölkerung quer durch alle Bevölkerungsgruppen bewusst gemacht worden ist. Und natürlich hat man es nicht an alle vermitteln können, aber doch irgendwie an den Mainstream, da ist es angekommen. Und da wäre jetzt meine Frage, sehen Sie das auch so, dass sowas für die Klimakrise notwendig ist, also dass es da noch große öffentliche Informationskampagnen braucht? Oder ist da irgendwie die Verantwortung mehr bei quasi anderen gesellschaftlichen Playern oder braucht es das auch? Also ich antworte ganz kurz. Ich sehe, Herr Schmidt will zum Schluss kommen. Also ich glaube, Sie machen das ganz richtig. Wir haben in gewisser Weise eine offene Situation, wie diese Corona-Erfahrung eingeordnet wird. Und wenn Sie das so einordnen und ein Narrativ anbieten, ein Deutungsmuster, ja, einen Deutungsrahmen, wie die Klimakrise mit den Corona-Erfahrungen zusammengeht, dann machen Sie etwas total Wichtiges, weil Sie diesen Platz besetzen im Denken. Wir brauchen eine Lesart, wie wir mit dieser Corona-Erfahrung umgehen. Und wenn Sie ein positives Angebot machen, wie wir das mit Klimaschutz verknüpfen, dann ist das super. Und das ist deswegen, hat das so viel Potenzial, weil das ist die erste globale Krise, die wir alle auf dieser Erde gleichzeitig sehr intensiv wahrgenommen haben. Das ist total einschneidend. Das ist so, wie der Erste Weltkrieg oder der Zweite einschneidend waren für die Menschen in Europa. Das heißt, wir alle können uns dazu verhalten. Und wenn Sie in diesen Raum hineingehen, ich glaube, das ist sehr gut und sehr wichtig. So, danke, liebe Mon, für Ihre Antworten. Danke für die ganzen Fragen. Wir haben jetzt 11.30 Uhr. Es ist gerade mit Online-Tools besonders wichtig, in der Zeit zu bleiben. Deshalb können wir leider jetzt nicht, ich sehe, da sind noch einige Fragen, die kommen, aber ich würde sagen, dass wir das jetzt zu Ende bringen. Ich habe Ihnen da noch kurz zwei Beispiele, die ich Ihnen zeigen will am Ende. Ah ja, genau. So, oder zwei Hinweise. Nämlich einerseits, der Herr Mohn hat es schon erwähnt, es gemeinsam mit klimafakten.de, aber mit vielen anderen, mit Climate Change Center Austria, mit dem Deutschen Klimakonsortium, der Deutschen Klimaarena oder die Akademie der Schweizer Naturwissenschaften, haben wir heuer erstmals den K3-Preis für Klimakommunikation ausgerufen.
Der wird im Herbst verliehen. Da können sich, es gibt drei Kategorien für Bürgerinnen und Bürger, für Wissenschaftskommunikation und für Journalismus und für Journalistinnen und Journalisten. Und das, da können Sie sich bewerben. Also wir würden uns natürlich freuen, wenn es besonders viele Bewerbungen aus Österreich gibt. Ich glaube, jetzt ist eh der Link auch gepostet, hat die Alexandra den Link gepostet, genau im Chat. Also es wäre natürlich super, wenn sich möglichst viele spannende Projekte, Formate bewerben. Das ist jetzt erstmals ein internationaler Preis, wo es wirklich gezielt um diese Frage geht, gute Klimakommunikation zu betreiben, die einerseits auf wissenschaftlichen Fakten fußt, aber andererseits auch neue, innovative Wege geht, um eben Menschen für Klimaschutz und also einerseits für die Klimakrise zu sensibilisieren, aber andererseits auch für Klimaschutzmaßnahmen zu aktivieren. Und die letzten zwei Hinweise wären von mir noch die Klimaaktiv-Webinarreihe, wo einige spannende Webinare zu unterschiedlichsten Themen noch stattfinden. Genau, da wird ebenfalls noch ein Link im Chat gepostet. Und noch einmal von mir auch der Hinweis von klimafakten.de auf das Handbuch über Klima sprechen. Da steht wirklich vieles, über was der Herr Mohn heute gesprochen hat, ausführlicher noch einmal drinnen. Und genau, also es macht auf jeden Fall Sinn, sich das durchzulesen, zumindest einzelne Kapitel, das ist auch großartig aufbereitet online. Also ich bedanke mich bei Ihnen allen für die Teilnahme. Danke, Herr Mohn. Sehr gerne. Für Ihren großartigen Vortrag. Und was ich wirklich super finde, ist auch, bei allem, was uns jetzt Corona gebracht hat, muss ich sagen, diese Online-Formate haben schon wirklich was Großartiges, gerade wenn man über die Ländergrenzen hinweg so easy quasi aus ihrem Wohnzimmer nach Berlin eine Direktschaltung haben kann. Ich glaube, davon profitieren wir alle unglaublich. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich sozusagen dafür, dass Sie das auch uns ermöglicht haben. Danke schön. Ja. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen Tag. Und Sie finden die Aufzeichnung und auch eine gewisse Zusammenfassung dann online auf der Klimaaktiv-Seite. Ich bedanke mich. Dankeschön.